Ja, es war ein langer Weg, ein Weg des eigener Selbstfindung. Bin ich immer noch da? Es gibt keine Ende. Und es hat angefangen, ich glaube 2010, 2000, nee, 2011, als ich meinen Abschluss gemacht habe, meine Promotionabschluss, meine Doktorabschluss. Es war der Tag, an dem ich gewartet habe. Und als mein Doktorvater dann das Ergebnis verkündet hatte und hat mir so eine Art Doktorhut von meiner Kollegin auf meinen Kopf gesetzt, es ist so Tradition hier in Deutschland. Und ich hatte eine Art innere Leere gespürt. Ich habe gesagt, ah, ist das alles? Auf den Moment habe ich gewartet, aber diese Euphorie oder diese Freude, die ich gedacht habe, war nicht da. Ja, ich war schon dankbar, dass ich was geschafft habe. Aber diese innere Leere stand sehr groß im Raum. Und ich wusste auch nicht, was das war. Ich wusste, etwas ist passiert. Aber ich wusste es nicht. Das heißt, die Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Potenzialentfaltung waren gar nicht auf meinem Radar. Es waren mir Fremdworte. Aber es war dann ab diesem Moment, ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten, peu à peu. Und dann bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass um wirklich, um zufrieden zu sein mit dir und deinen Weg zu finden, dein Potenzial zu entfalten, es ist lohnend, wenn wir anfangen, mit uns zu arbeiten, damit, wenn du anfängst, mit dir selber zu beschäftigen. Ja, und peu à peu, dann habe ich dann durch meine eigenen Lernen, ich habe dann angefangen, viel Bücher zu lesen, zu Seminaren zu gehen. Damals gab es auch nicht Dinge wie Podcasts, wie es jetzt so gibt, wo wir auch Informationen da holen können zu den Themen, die uns interessieren. Und durch meinen eigenen Weg komme dann eine plötzliche Einsicht, dann ich sah, dass es gibt einen Zusammenhang zwischen der Wissenschaft und der Persönlichkeitsentwicklung. Da sind zwei große Bereiche, sind miteinander vereinbar, wenn wir die richtige Brille einmal draufsetzen, um das zu sehen. Und das war für mich auch sehr, sehr befriedigend, weil ich wollte auch nicht, ich wollte was Eigenes für mich machen, weil Potenzial entfalten heißt, du bist frei, du entfaltest dich, du bist dein eigenes Herr. Und das war dann aus dieser Erkenntnis, dass die beiden Bereiche sind miteinander vereinbar. Ich habe ein Grundwissen als Wissenschaftler und die Potenzialentfaltung oder Persönlichkeitsentwicklung betrifft alle Menschen, da ich habe eine Basis, mit dem in Berührung zu kommen. Ja, und habe ich dann gesagt, was kannst du dann aus deinem Leben dann machen, aus diesem Erkenntnis? Sei ein Speaker. Jetzt, ich bin Speaker, ich laufe, ich reise durch die Welt und begleite einfach Menschen auf ihrem Weg mit meinen Worten und Wissen. Und es war sehr gut, weil als Speaker, du stehst auf einer Bühne, du erreichst mehrere Menschen auf einmal, genauso wie jetzt auf einem Online-Kongress. Du erreichst mehrere Menschen auf einmal und diese Menschen, wenn sie angetan sind von deiner Botschaft, sie gehen in ihren Kreisen, in ihren Arbeiten, Familien, Freunden und Bekannten und erzählen das. So können wir dann gemeinsam, nicht nur ich, aber gemeinsam, weil es eine kollektive Arbeit, können wir dann gemeinsam positive Agenten der Transformation in die Welt sein. Ja, so bin ich dann zu diesem Arbeit gekommen, die ich jetzt mache.